Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, von der leichten Erholung des Vortages war gestern nichts mehr zu spüren beim DAX. Zunächst startete er zwar noch leicht im Plus in den Tag, doch schnell drehte er dann in den negativen Bereich und baute das Minus auch immer weiter aus. Und am Ende ging er mit einem Verlust von 1,5% bei 11.944 Punkten aus dem Handel. Blicken wir wie gewohnt nach Frankfurt an dieser Stelle, direkt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, sehen wir auch heute eher wieder rote Vorzeichen beim DAX? Wie wird dieser denn erwartet? Guten Morgen aus Frankfurt. In der Tat sieht es nach roten Vorzeichen aus für den Start und damit könnte es dann eben eine weitere Verlustwoche geben. Wir erinnern uns, letzte Woche, da hatten wir ja über 12% verloren. In dieser Woche hat es der DAX ja wirklich ein paar Mal versucht. Wir hatten zwei Tage Erholung, aber dann gestern war die Erholung dann ziemlich schnell dahin. Was uns in dieser Woche ja immer mal gestützt hatte, war die Hoffnung auf Notenbanken und auch entsprechende Geldspritzen vom Internationalen Währungsfonds zum Beispiel. Aber letztlich kam dann doch die Corona-Furcht, also die Furcht vor der wirklichen Krankheit an sich eben wieder zurück. Es ist nach wie vor sehr unberechenbar und das haben wir auch gesehen bei den Vorgaben für heute. An den asiatischen Märkten sehen wir heute tiefrote Vorzeichen beim Nikkei, beim Hang Seng und beim Shanghai Composite. Und gestern an der Wall Street, da hatten wir einen Tag vorher ja noch einen Riesensprung gesehen beim Dow, gestern dafür dann einen ziemlichen Absturz. Da ging es ordentlich runter um 3,6%. Kalifornien hat wegen des Virus den Notstand ausgerufen. Das sind natürlich alles Meldungen, die auch gerade in den USA ein bisschen verstören und natürlich angesichts dieser Vorgaben ist es jetzt keine so große Überraschung, dass dieser letzte Handelstag der Woche zunächst auf jeden Fall rot starten dürfte. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Auf diesen Ausblick auf den Handelstag folgt wie gewohnt unsere Marktidee. Das ist heute Carl Zeiss Meditec. Die Aktie von Carl Zeiss, die hatte im Rahmen des intakten langfristigen Aufwärtstrends im Januar ein Rekordhoch bei 122,10 Euro verzeichnet. Seither befindet sich das Papier aber im Korrekturmodus. Der mittelfristige Abwärtstrend, der führte die Notierung bis in den Dunstkreis des letzten Korrekturtiefs vom Oktober 2019 zurück, bevor dann eine technische Erholungsrallye startete. Wie es nun weitergehen könnte und welche Marken jetzt im Fokus stehen, das können Sie einer ausführlichen Chartanalyse entnehmen, die Sie unter www.ideas-daily.de finden. Ja, und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.